Yo Moinsen, hier ist euer Matt und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Metin 2. Und ja, ich habe natürlich meine Buff mit dabei. Und heute leveln wir auf 34, genau. Und damit ich endlich meinen Top anziehen kann. Weil ich schon mal erzählt hatte, der ist ziemlich nice. 1,5k TP, 15 Schwert, 10 TP Absorb, 10 Dolch. Das ist. Ne, hat schon in sich. Er lohnt sich schon. So, erstmal SK an, dann erstmal Viewport und grüner Trank. Dann natürlich erstmal Buff. Denn ohne Buff geht natürlich nichts. Also geht zwar schon, aber halt nicht so gut. Ne? So. Wie viel Speed haben wir da eigentlich? 168. Oh, geht. Könnte auf jeden Fall besser sein. Schön wieder Ummacht bekommen. Jedes Mal das gleiche. Ja, ich wollte noch sagen, ich wollte mein LPP tauschen bzw. verkaufen. Und wenn ihr Interesse dran habt, dann könnt ihr mir auf YouTube einen Kommentar hinterlassen oder eine Nachricht schreiben oder ein Ingame schreiben, das ist euch überlassen. Jo, hat 2 KTP, 6 Dolch, 2 MP Absorb und 10 Fächer. Steine hat Stein des Schutzes plus 4 und jo, und freier Slot. Ja, wenn ich halt Töp dann habe, dann brauche ich mein LPP nicht mehr. Und jo. Habe ich natürlich auch drin, damit ich mehr Rangpunkte bekomme. Wie viel habe ich denn überhaupt schon? 889. Ja, aber jetzt ist nicht mehr viel bis freundlich. Ab 1000 ist man ja schon freundlich. Das ist schon mal sehr gut. Ah, Potten nicht vergessen. Sonst könnte das schlecht ausgehen. So, jetzt wieder Buff abholen. Na, die Mobs sind heutzutage aber echt weit verstreut. Oder kommt mir das nur so vor? Was ist das denn? Taumi. Tut mir leid, Taumi, ich level schon hier. Prozent. Ja, also von XP her geht's eigentlich. Könnte natürlich besser sein. Gar keine Frage, aber zurzeit reicht es eigentlich vollkommen. Am besten wäre natürlich SD1 anfangen, aber ich weiß nicht, ob ich es packe. Hab jetzt natürlich auch keine Lust, da die ganze Zeit zu sterben. Wenn es so sein sollte. Und ich
bin mir nicht sicher. Ich glaube, ein Tick besser EQ sollte schon da vorhanden sein. Na, Tommy. Tommy, wie geht heute? So, na, klasse. Wollt ein bisschen Zeitvertreib hier. Na, dann nicht. Dann nicht. Was nicht will, das will nicht. Was mut, das mut. Pferdemedaillen. Ich habe ja immer noch kein Pferd zugelegt. Sollte mir mal langsam ein Pferd zulegen, das wäre nicht schlecht. Sogar von Vorteil. Was hab ich hier? Was hab ich hier? Was hab ich hier? Aha, aha, aha. Ich glaube, mein Buff hier, Buff ist leer. Müssen wir erstmal wieder neu drauf. So, Potten. Tränke habe ich drin. Wie viele Tränke habe ich überhaupt noch? 4 Potts, 2. Ah, auch nicht mehr so viel. Also ich versuche jetzt in der Woche immer mindestens ein Video rauszubringen, ansonsten natürlich umso mehr, umso besser für euch, weil mir fehlt leider die Zeit dazu, weil ich muss ja auch arbeiten und ich habe natürlich auch ein Privatleben, wie jeder auch von euch. Und ja, das passt dann halt nicht immer so zusammen und muss halt mal immer sehen, wie das halt organisiert ist. Bald 25%. Warum sind hier eigentlich so wenig Mobs? Ich verstehe das eigentlich nicht. War das nicht mal mehr? Oder muss ich erst alle pullen, damit die dann wieder mehr auf einen Fleck respawnen? Ich weiß es gar nicht. Müsste ja erstmal einzeln killen. Naja. So. Toll, wieder Ohnmacht, Ohnmacht, Ohnmacht. Immer jedes Mal, wenn ich einen Skill einsetzen will. Das ist irgendwie ärgerlich. So, auf Fit. Zack. Ich hoffe, wir droppen noch einen Ortsan. Das wäre natürlich sehr nice. Aber ich glaube, ohne Doppeldrop wird das nichts mit Ork 10.
30%. Ja, so langsam aber sicher. Langsam aber sicher. XP-Bonus wäre natürlich viel geiler. Dann wäre ich bestimmt schon so 50-60% auf jeden Fall. Kommt ja natürlich auch drauf an, ob ich jetzt je nachdem schneller oder langsamer levele. Und wie oft ich natürlich sterbe. Weil da verliere ich ja natürlich auch XP-Punkte. Verhöhener Helm plus 0. Ist das nicht die 21er für Sura? Jo. Na, ohne Bonis. Ja, dennoch. Sind recht selten zu finden, auch plus 0. Starker Körper an. Jetzt warten. Und warten. Und warten. Aha. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ja, einen Daumen hoch geben würdet und natürlich einen Kommentar hinterlassen könntet, wie es euch gefällt, was euch gefällt und was ihr am liebsten noch sehen gern hättet, haben möchtet, wie auch immer. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ja. Phönixfächer plus 3. Ah, Untote plus 2. Crap. Ein gelber. 46. Sentinels. Ja, ich hoffe, der tut nichts. Weil ich habe jetzt keine Lust, meinen Main zu holen. Das dauert jetzt wieder zu lange. Weil mit dem hier würde ich den, glaube ich, nicht packen. PVM-Steine, PVM-EQ, na, halbes EQ sozusagen. Hier ist eigentlich Crap, Holzhalskette plus 6, Kupferohrringe plus 5. Ja, wenn ich mal plus sag ich, wenn ich Level 33 bin, kann ich halt meine Ebis plus 9 anziehen. Das ist schon wesentlich effektiver als Kupferohrringe plus 5. Und ja, da ist gerade einer, aber wir leveln gerade. Hat sich, glaube ich, ausgeklappt. Na gut. Nicht, dass er hier unser Platz klaut. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. So, Buff drauf. Hm, 42%. Und stirbt alle. Bam. Die haben aber echt viel TP, muss man sagen. Wenn ich pro Schlag fast 600 Damage mache, haben die aber echt viel TP. Es kam mir mal vor, dass vor vielen, vielen Jahren die Monster irgendwie mal schwächer waren. Ich weiß nicht, ob das nach 1000 Updates mal irgendwie stärker gemacht worden. Vielleicht kommt das mir auch nur so vor, aber
Ich weiß es nicht. Ist halt so komisch. Weil ich denke mal, 2006 waren die Monster viel, viel einfacher als wie 2014. Vielleicht irre ich mich aber, ich weiß es ja nicht. Aber es kommt mir echt so vor. Es könnte ja auch so sein, dass es halt so ist, ne? Weil die Gameforce will ja natürlich auch ein bisschen Geld dazu verdienen, damit du halt bessere, dein EQ halt, ne, mit dem grüner Zauber, beziehungsweise halt, dein EQ halt verbesserst und dafür halt Geld ausgeben musst für die Bonis, damit du halt auch was erreichen kannst. Das könnte ja auch damit zusammen liegen. So, 50% Stärke, zack, tot. So, da vorne sind wieder Monster. Starker Körper an. Na? Stirb. Potten. Schwertschlag. Durchschlag. 2K. Nice. Sehr nice. Oh nee. Na gut. Na gut. Na gut. Ich hab dich im Auge. Ich dachte so, nee, der wird mich jetzt stören und hier und da, tralala. Wie viel Pots eigentlich habe ich noch? Oh, genug. Genug. Kriegssense plus 0. Crap. Alles Müll. Heutzutage droppt man auch nichts mehr Gutes. Das ist echt traurig. So ein Mist aber auch. Ja, was will man tun? Pfirsichblüte. 62%.
So, wieder Buff drauf natürlich. Hoch. Gar nicht drauf geachtet, dass ich die ganze Zeit dagegen laufe. Warum sagt mir das denn keiner? Ein starker Körper ist an. So, dann pullen wir mal alle. Also so viele wie ich kann jetzt. Das Blöde ist auch, wenn ich zu weit jetzt weglaufe, um die anderen zu pullen, dann geht die andere Gruppe weg. Das ist auch sehr nervig auf Dauer. Zack. Hier nochmal Schwertschlag und tschüss. Werde ich gerade angerufen? Ich werde angerufen von einem Lukas. Der Lukas. Ah, ich rufe den später mal an. Schreibt er mir eine Nachricht. Oh Gott. Geht's los denn? Ich glaub's ja nicht. Das sagt gleich bestimmt, du hast mich nicht angerufen oder du bist nicht dran gegangen oder du hast mir nicht geschrieben, weiß der Geier was. Da sage ich so, jo, tut mir leid, ich muss aber meine Let's Plays aufnehmen, du. Das ist mir ein bisschen wichtiger, ne? Dann ist er wieder mal beleidigt. Nee, da sage ich irgendwie, ich war auf Toilette oder weiß was ich, war kurz raus und ich musste meiner Mutter helfen. Irgendeine Ausrede halt, ne? Kennt ihr ja sicherlich auch. Wenn er nicht ans Telefon dran geht, dann sagt er so, jo, ich konnte nicht, war weg. Oder, jo, hab's nicht gehört, mein Handy war aus, Akku war leer, keine Ahnung, irgendwas. Ja gut, Akku war leer, kann man ja nicht sagen. Es piept ja, ne? Aber man kann sagen, man hat es nicht gehört. Das wäre ja natürlich, ne, sinnvoll. So. 73%. Potten, potten, potten. Rote Ameisenanzug plus 1. Crap, natürlich. Immer her damit. Oh, jetzt hängt's kurz. Kleidung der Liebe plus 0. Auch Crap. Das ist natürlich auch Müll. Zack. Hier auf Witzkeln. Oh, habe ich mein Combo ausgemacht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mit Combo natürlich ist das viel effektiver als ohne Combo. Also meiner Meinung nach, es kommt natürlich auch drauf an, wie ihr das sieht. Der eine macht gerne das Combo an beim Kämpfen, der andere lässt es lieber aus. Aber ich habe meins immer an. Außer natürlich, ich vergesse es oder... Ist es noch nicht gelesen worden oder sonst was? Zack. 79%. Gleich können wir meine Ebis anziehen. Das ist sehr schön. Die nehmen wir auch noch mit. Und die und die und die und die.
die und die und die, 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 die. Ja, es sind einige, ne? Gruppen hier. Ja, schaffe ich die, schaffe ich die, schaffe ich die? Ja, doch, glaube ich schon. Glaube schon. Sollte ich eigentlich schon. Wenn ich nicht als irgendwie Ohnmacht bekommen würde. Das ist echt so eine Sache, ey. So, was habe ich denn? Aquatischer Fächer plus 1 mit keinen Boni. Das ist natürlich sehr schön. Blauer Trank. Pfirsichblüte. Und du bist tot. So, wie viel Prozent haben wir? Wir haben 86 Prozent. Fehlt noch 14. So, jetzt erstmal Buff drauf. Dann warten wir mal ein bisschen. Oh, da hinten sind auch noch welche. Ja, die können wir auch noch killen. Die können wir auch noch killen. Körper an. Durchschlag und bam. So. 88%. Kommt mehr, meine Freunde. Zack. Jetzt ein paar auf die Mützen hier. Tier. Oh, Ebenholzohrringe plus 1 gedroppt. Und ich sterbe. Das ist natürlich sehr gut. Sehr Glück gehabt. Sonst wäre ich tot. Das wäre nicht schön. Aber meinen Buff habe ich ja immer noch. Warum bin ich dann fast gestorben hier? Das gibt's doch nicht. Irgendwas falsch hier. Naja. Hat mich da ja noch gerade so gerettet, kann man ja sagen. Plus 1. Ohne Boni. Aber egal, es sind Ebenholzohrringe. Die sind sehr viel wert. Zack. Ich guck mal, vielleicht ab ich die auch nochmal. Ja, no risk, no fun, ne? So, 95%. Was habe ich hier? Orchideenschwert plus 2. Das ist ja sehr gut. Crap. Und hier auch nochmal Crap. Ich weiß gar nicht, warum ich die Dinger manchmal behalte. Echt, wirklich. Crap, crap, crap. Crap, crap, crap. Das kann ich hier noch irgendwie ab oder sowas. Crap. Combo behalte ich. Ork-Amulett. Kann man ja auch noch behalten. Na, wann kommen die Monster denn hier? Muss man ja 10 Jahre warten hier. Zack, zack, zack. Ah, da respawnen die doch schon. Ist so sehr gut. SK, habe ich überhaupt meine SK an? Ah, jetzt. Oh, ich glaube, das sind zu viele Monster. Ich
Aber glauben heißt ja nicht wissen, ne? Also. Niemals aufgeben. Immer drauf. Zack, 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 zack. So muss das sein. Niemals zurückweichen. Zack, Level up. Level 33, meine Freunde. Hier so auf Durchschlag geskillt. Zack. Und Fail natürlich. Erstmal daneben gehauen. Naja. So, Ebenholzohrringe plus 9. Stark gegen Untote 10. Schwert, also 15 Schwert. Stark gegen Tiere plus 6. Zweihand 10. Und 5 Chance auf Mana Drop. Joa, ist eher PvP, aber was soll's. Und ich bin wieder langsamer. Das ist nicht gut. So, jetzt wieder etwas schneller. Brauche ich aber erstmal Buff hier. Starker Körper an. Durchschlag und zack. Und heftige Schlagen drauf. Stampfer. Vier Prozent. Das finde ich auch immer lustig. Wenn hier 33 steht, steht da immer noch das untere Level. Das müssen die eigentlich auch mal fixen. Okay, gut, man kann sich hier ausloggen, wieder einloggen, aber muss das sein? Früher gab es ja gar keine Levelanzeige. Das war natürlich sehr nice. Wenn man da irgendwie gegen 99er duelliert hat und die hatten nur ein LPP und ein VMS an. Aber was die für Schuhe an hatten, das konnte man natürlich nicht sehen. Und da hat man sich immer gewundert, warum man gestorben ist. Das war natürlich sehr nice. Ja gut, aber Mädchen hat sich halt entwickelt. Das muss man ja auch mal positiv erwähnen. So ist es ja nicht, ne? Starker Körper. Kleidung des Himmels. Och, wo habe ich das noch? So. Auch keine Bonis. So ein Mist aber. 10%. Erstmal Buff drauf. Huch, wo steht denn meine Buff? Oh, mein Internet hängt schon wieder ein bisschen. Na schön. Hebt die mal ein bisschen Yang hier auf, hier. Los du, heb Yang auf. Okay. Spaß beiseite. Ja, das Level ist halt so eintönig, ne? Also ich muss ehrlich sagen, ist nicht das Beste oder Schönste, was ich gerne mache hier, aber muss auch mal gemacht werden. Ne? Wie gesagt, Farben tue ich sehr, sehr, sehr gerne. Da würde ich natürlich auch stundenlang drehen. Aber Leveln ist immer so eine Sache. Weil beim Farmen farmt man ja auch mal was anderes, nicht mal das gleiche, sage ich jetzt mal. Oder andere Orte. Aber beim Leveln ist es meist, nicht zwar immer, aber meistens die gleiche Stelle. Und ja, ist ziemlich eindeutig. So, 14%.
blauer Trank. Ach, die habe ich auch noch. Elixier des Mondes und der Sonne. Pfeilwiderstand plus 6. Sehr schön. Können wir aber nicht gebrauchen. Oh Mann. Wenn da mal 2 KTB drin wären oder mindestens 1,5, dann wäre ich ja auch schon zufrieden. Aber nein. Warum, warum, warum? Das frage ich mich. Ach ja, wir sind ja freundlich. Ist mir gerade jetzt aufgefallen. Kommt ein bisschen spät, aber besser als gar nicht. So, jetzt haben wir eine 1%ige Chance, also mehr Chance, auf Gegenstände zu droppen. Ne? Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ganze 1% mehr. Wie gesagt, bei Ritterlich lohnt sich das halt mehr, wenn es dann halt mal 5% sind. Aber bei 1% lachhaft. Kannst du mich auf Level 30 ziehen, bekommst auch ein VMS. Die ist Level 23. Würde ich gerne machen. Ich würde sogar auch ohne dein VMS machen, aber ich drehe zurzeit jetzt ein Let's Play und es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß nicht, ob du mein Video sehen wirst, aber ich weiß nicht, soll ich es schreiben? Aber dann ist sie ja traurig, das wollen wir ja auch nicht. Nee, scheiß drauf, schreiben wir mal einfach hin. Du, tut mir sehr leid, aber ich drehe gerade ein Video und habe zurzeit leider keine Zeit für dich. Oh, schmoll, schmoll. Schreibt sie okay. So, Buff drauf. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht irgendwelche Attacken da reinhaut, damit sie auch ein bisschen XP bekommt, weil das wäre natürlich sehr ärgerlich. Wir wollen ja auch ein bisschen weiterkommen, ne? Wir machen das ja nicht so, als ob wir hier 10 Stunden Zeit hätten dafür. Switchformer. Aha. Zum Switchen Level zu dem. Interessant. So, 26%. So, jetzt auf Stärke. Zack, und tot. Und warten, bis die neuen Monster eintreffen. 29%. Hey, wie geht es? Oh, es dir. Oh, dir denn. Toll, ist jetzt auf. Ha, lustig. Hi. Na du. Lang nicht gesehen, wo warst denn du? Nee, ich kenne ihn gar nicht. Levelst du? Ja. Kann ich mit Gruppe? Tut mir sehr leid.
aber ich drehe gerade ein Video. Du kleiner Hecht, du. Tut mir leid. Haha. Finde ich auch sehr lustig, muss ich sagen. Haha. Sehr lustig. Ich weiß gar nicht, um was es geht, aber ist ja auch egal. Welches Level ist dein Main? 99. Der glaubt uns das natürlich nicht, aber das ist mir auch vollkommen scheißegal. Hier, du Nit-Monster-Clown hier. Ja. Ich meine dich hier. Gut, dir. Ja, muss ja, nee. Schreibt da. Hast du vielleicht eine Waffe für mich? Haben mein ganzes Geld dafür aus. Namen von deinem Channel. Namen von meinem Channel. Merchigo. Bambuschwert plus 7. Dafür hast du dein ganzes Geld ausgegeben. Für Bambuschwert plus 7. Ich meine, gut, wenn ihr natürlich neu angefangen habt, ist das ja normal, aber. Bambuschwert plus 7, das ist ja. Crap. Sorry, das zu sagen zu müssen, aber. Es ist crap. Wir lautet Rang M. 20 Bewegungsgeschwindigkeit für 10 Minuten. Können wir später gebrauchen. Das ist sehr gut. So. Kommt von Geibel plus 2. Crap. Oder Trank. Was schreibt er? Sag Bescheid, wenn du dein Video hochgeladen hast. Bekommst ein Like. Sehr nett von dir. Danke. Hehe. Würde mich auch freuen, wenn du ein Abo da lassen würdest. Erscheinst auch nicht im Video. Hoch, lag. Es lägt und lägt und lägt und lägt. Es hängt und lägt. Yo, Zeonite, was geht? Und ich habe keinen Buff, das ist sehr Mist. Traurig, ja, traurig. Zack. Silberschwert plus 0. Crap, kannst du haben. Lass mal bitte. Danke. Nicht der Monster Clown, das mag ich gar nicht. Wie viele Abos hast du? Gerade 10. Habe neu angefangen. Weißt du Bescheid, ne? Was hat er geschrieben? Na, du hau mal rein, muss kurz was machen. Aha, was musst du denn so machen, du? Brauchen wir mal einen Buff hier. Zack. Zack. Okay. Hm? 42%. Was schreibt er denn hier? Kannst du mir freuen, dass du schön so. Ja klar können wir dir eine Freundeseinladung schicken, mein Freund. Immer höflich sein, dann geht das. Freunde. Na, kann dich nicht anklicken hier, du.
Freund. So. Hoho, wie so ein Freund, das glaube ich ja gar nicht. Kein Ding, du. Drop echt nur Mist. Glücksmesser plus 1. Dann. Ja, habe ich noch eine Sache gedroppt? Ja, sieht so aus. Ach, einen Trank habe ich noch getrunken. Ach gut, okay. Was schreibt der? Warum machst du so einen kleinen Account, wenn du einen 99er hast? Ich möchte den. So ist mal von neu anzufangen. Hoch, jetzt habe ich mich vertippt. Naja, egal. Das wäre natürlich langweilig, wenn ich alles mit meinem 99er spielen würde. Was, wie sieht das dann aus? Die ganze Zeit leveln auf 105. Da überlege ich noch, ob ich das noch echt noch machen will. Es ist echt. Die Zeit gar nicht mehr dazu wie früher. Da hatte ich auch noch keine Ausbildung. Leute, ich kann euch sagen, es ist schwer ohne Hilfe von anderen. Ja, das weiß ich auch. Da hat er recht, also komplett von echt von null anzufangen, ohne so ein VMS plus 9 oder ein LPP plus 9 oder irgendwas plus 9, ist schon schwer, vor allem ohne Buff und weiß es ich was, das ist echt. So, jetzt auf Witzkin schreibt er, kann ich mal VMS LPP sehen? Nein, das kannst du nicht, es tut mir leid, weil ich gerade level. Ich schreibe später. Bam. Drachenpanzer plus 0, aber keine Bonis. Behalten wir mal trotzdem. Zack. Was schreibt er? Ich habe die ganze letzte Nacht gezockt, bin gerade nur am Chillen. Wie viel Young hast du auf dem Account? 11,5 KK. Das reicht ja. Reicht ja fürs Erste. Ich will jetzt nicht 200, 300 KK oder sowas draufklatschen, weil. Ich weiß ganz genau, wenn ich genug Geld habe, dann hole ich mir irgendeinen Mist, was ich später dann wieder nicht brauche. Ist einfach so. Und selbst wenn ich es brauche, später brauche ich es dann wieder halt nicht. So. Erstmal Buff drauf hier. So. El Fetto, mir hat gehört, doch dir, jo, gehört mir. Was willst du denn? Kannst du mich mal buffen? Nein. Ich muss hier leveln, Jungs. Ihr lenkt mich wirklich ab, ey. Das geht nicht. Bleib nicht hier genug.
Solchen Waffen, solchen Waffen, solchen Waffen. Ach komm, Waffen. So, das ist ja gebufft. Zack. Warum läuft er mir die ganze Zeit hinterher? Gut, ich kann es ja verstehen, dass er vielleicht im Video dabei sein wird, aber das geht mir langsam auf den Sack. Was schreibt er? Ist TPP plus 8 gut? Es geht. Ja, für den Anfang reicht es vielleicht schon. Also wenn schon, denn schon. Dann schon plus 9. Dann auch schon ein bisschen gute XP-Bonus, sag ich. TP-Boni so. Allerschlechtestens, wirklich allerschlechtestens, 1k TP sollten schon drin sein. Leider ohne TP-Boni. Ja, siehste mal. Siehste mal. Anderen halt, Händler, keine Ahnung, plus 0. Crap. Warum habe ich das noch? Das ist auch crap. So, 70%. Zack. Zack. Naja, wir bleiben in Kontakt. Ich gehe level. Jo, mach's gut. Endlich haben wir unsere Ruhe. So, das können wir ausschließen. Zack, zack. Nicht abhauen, hier bleiben. Mensch. Das ist ja die ganze Arbeit sonst umsonst hier als beim Fahren. Aquatischer Fächer plus 0. Durch ohne Boni. Barbarenschwert plus 2. Ohne Boni. Das ist sehr schön. So muss das sein. So, ups, jetzt habe ich mit meiner Buff geschlagen. Ein bisschen Buff hier. Bams. Oh, ich habe mich schon gefreut. Wirklich. Orgzeim plus. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Naja, nehmen wir mal mit. Auch wenn es noch Mist ist. So. 75%. Elfetto. Deine Buff ist ja richtig brutal. Jeder Schlag ist Crit. Hehe, ich weiß. Danke. Hat ja auch. Wie viel Prozent hatte die? Die hatte 47,3. Und mir fehlen gerade 4 Int. Also wäre es knapp. Ich weiß gar nicht, 48, irgendwas, glaube ich. Oder vielleicht sogar 49, keine Ahnung. Danke, dass du gebufft hast. Bitte. Kein Thema. So, jetzt wieder auf Stärke skillen. Oder habe ich zuletzt als Stärke geskillt? Ich weiß es nicht mehr. Na, das reguliert sich ja wieder. So. Zack. 79%. Gleich sind wir Level 34. Ich kann es kaum erwarten, meinen Töp anzuprobieren. Wirklich.
Hoch, jetzt hängt's schon wieder. Was ist los hier? Menschenskinder. 73%. Hier du, ne? Ich bin hier. Weg mit dir. Zack. Und zack. 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 Drachenplattenpanzer plus 2. Warum hebe ich das nicht auf? Mach keine Bonis. Auch keine Bonis. Warum hat's keine Bonis? Ich kann's nicht glauben. So, Buff wieder drauf. Wie viel gehen überhaupt noch die Handschuhe? 1 Stunde und 42 Minuten. Ja, das reicht ja noch. Das reicht uns noch. Zack. Ich glaube, ich habe ja noch Handschuhe, glaube ich. Jo, 4 Stunden. 4 Stunden jeweils. Ork-Amulett plus. Ich habe mich gefreut und habe gelesen. Ork-Zahn. Menschen, Kinder hier. Aber leider ist es nicht so. Traurig, aber wahr. 89%. Wow, ich mach grad Durchschlag und ich krieg Ummacht. Das ist ja sehr nice. Das ist sehr nice. So. Wieder Buff hier drauf, so lange. Starken Körper an. Jetzt wieder pullen. El Fetto, kannst du vielleicht wieder buffen? Natürlich. Zack. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Abo zurück. Abo. Doch wahrscheinlich die zurück lassen würdest. Smile. Einen Moment, mein Kollege. Bitteschön, hier hast du dein Buff. Wie lange bleibst du? Was meint er, wie lange bleibst du? Bin nicht hier, ich bin hier, du Jude. Ich bin hier und das bleibt auch so. 5 Minuten bin ich noch hier. Da freut er sich, da freut er sich. Fetto mache ich danach, oder? Ja, richtig. Wieder Violette dran. Das ist ja sehr nice. Prozent.
weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme, aber so eine Stunde oder so vielleicht. Weiß ich gar nicht. Vielleicht müsste ich die anderen Parts mal aufteilen, weil ich kann jetzt nicht immer 2-3 Level für ein paar Stunden aufnehmen. Das ist natürlich Quatsch. So, 99%. Dann nehmen wir noch die Gruppe und dann haben wir es auch schon. Elfetto, wenn ich später auf YouTube gehe. Okay, danke dir. Zack. Und Level 34, meine Freunde. So soll's sein. Sehr schön. So, jetzt auf Durchschlag skillen. Jetzt noch. Bam. Und tschüss. So, jetzt können wir endlich mal unser Töp anziehen hier. Zack. Sieht das nicht geil aus? Huh? Sehr nice. Sehr nice. Und wir haben 9,2 KTP. Boah, es geht. Ne? Das reicht. Das reicht erstmal fürs Erste. So, dann sage ich euch mal bis dann. Macht's gut. Euer Mert.